Willkommen zurück in der Ursprungswelt, ferner gesagt, am Fuße des Kristallturms in einer Zeit, bevor der Kristallexarch Grahatir in die erste Splitterwelt gezogen ist. Wir sind in der Heimat angekommen. Und da wollen wir auch sein, denn wir wollen zu Tataru und ihr endlich frohe Botschaft verkünden, dass wir unsere Freunde gefunden haben. Es ihnen gut geht, sie seit Jahren in der ersten Splitterwelt gefangen sind. Ja, da läuft die Zeit ein bisschen anders. Ich möchte mal zu gerne wissen, ob wir irgendwie nur so 5 Sekunden oder so unterwegs waren oder gleich die gesamte Welt hier auseinandergebrochen ist und wie gerade im letzten Stückchen heile Welt angereist kommen. Na, mal schauen. Wir werden es erleben. Wir werden es sehen. Ab nach Modona in den Sonnenstein. Und damit die letzte Quest vor dem 80er-Content abgegeben. Oder abgeben generell. Brumm. Ich glaube noch, da fehlt noch ein bisschen was von der letzten Cutscene. Aber das wollte ich dann nicht mehr in diese Aufnahme packen, die ja schon über eine Stunde lang war. Deswegen gibt es jetzt Tataru. Ja, ich komme gleich einen Augenblick. Wie? Was? Aber nein! Dürfte. Bist du das wirklich? Hi. Aber jetzt, warum? Warum jetzt, schon jetzt? Wir fürchteten, du würdest ewig wegbleiben. Soll ich später noch einmal wiederkommen? Ach, lass die Späße, ich freue mich nur so, dass du wieder da bist. Die Pixie hat uns besucht und berichtet und dich endlich vor, aber dich endlich vor mir zu sehen, in Fleisch und Blut, ist so große Erleichterung. Was die Lage angeht, die Armeen der Galea und der Allianz stehen sich immer noch gegenüber, in einem wackeligen Patt. Keiner traut sich, den ersten Schritt zu machen. Es kommt hier und da zu Gefechten, aber größere Kampfhandlungen sind uns bisher erspart geblieben. Wir wurden von der Schwarzen Rose gewarnt, aber noch haben wir keine Anzeichen gesehen, dass die Galea sie eingesetzt hätten. Ach ja, das weißt du ja gar nicht. In der Sache haben wir einen alten Freund überzeugt, uns zu helfen. Es war gar nicht so einfach für Kriel und mich ihn zu finden. Du wirst dich ganz schön wundern, wenn du ihn zu Gesicht bekommst dürfte. Ich werde mich bei ihm melden und außerdem werde ich den neuesten Stand der Dinge an der Kriegsfront in Erfahrung bringen. Ruhe dich noch etwas aus, bis ich das erledigt habe, ja? Ja, wir hatten eine ziemlich lange Reise vor uns, hinter uns. Endlich ist unsere alte Kriegerin des Lichts wieder zurück, möchte ich sagen, aber du hast dich verändert. Bestimmt hast du viel erlebt. Du musst mir alles erzählen, wenn wir die Zeit dafür haben. Später und bis dahin, willkommen zurück. Yay. Wait, what? Das gibt's nicht. Und das nur wegen diesen hässlichen Stiefeln, die mir angedreht wurden. Ich wette es mit euch. Jetzt aber. Noch einmal. Er ist fort. Erst Lahabrea, jetzt Emerzelch. Ich bin der Letzte der Ursprünglichen. Wieder einmal muss ich mir eingestehen, das Potenzial der gespaltenen Geschöpfe unterschätzt zu haben. Dies gilt auch für Xenos. Als ich seine Kraft erkannte, blieb mir nur die Flucht. Und das, obwohl ich mir seinen Körper geraubt hatte. Was wird er jetzt tun, jetzt,
Was wird er tun, jetzt da er die Wahrheit über die Welt und ihre Splitter kennt? Ich weiß es nicht. Elidibus, der Fürsprecher. Pah, welche Bedeutung hat der Titel noch, wo ich nicht einmal mehr die Zukunft deuten, geschweige denn ihren Lauf steuern kann? Du hast die Oberhand gewonnen, Heidelin. Das Gestirn fällt in die Hände einer neuen Ordnung. Die Entstehung der Welt bleibt im Dunkeln und ihre Bewohner ahnen nichts von ihrer zersplitterten Existenz, so wie du, wie diejenigen, die dich erschufen, es wollten. Die Unvollkommenen singen Lieder des Lobes über ihre Fehlerhaftigkeit, während wir in den obskuren Tiefen der Vergangenheit verschwinden. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es ist die Heldin, die uns wieder und wieder an der Rückkehr zur Macht hinderte. Sie ist der Dorn im Fleisch, der herausgerissen und in die dunkelsten Abgründe geworfen werden muss. Es ist möglich, wenn ich diese Helden im ersten Splitter halte, werden wir am Ende gewinnen. Krieger der Dunkelheit sind sie jetzt. Ha, dann ist ihr Schicksal besiegelt. Sie werden untergehen, genau wie die vor ihnen. Sie werden sterben, erschlagen von Kriegern des Lichts. Sieht aus, als hättest du recht gehabt, Rina. Ja, irgendwas ist da hinten. Aber es wird uns nicht gut tun, so weit durch die große Leere zu laufen. Die Umgebung bekommt einem nicht. Wir werden es nicht schaffen, auch wenn wir uns beeilen, unsere Körper, unser Äther wird. Aber das weißt du ja selber. Warum willst du so unbedingt dahin? Wir haben einen Teil der Welt gerettet. Ich will auch den Rest zurückholen. Du machst nicht gerne halbe Sachen, was? Dann müssen wir wohl irgendwie da durch. Du glaubst doch nicht, dass ich dich alleine lasse. Wofür hat man denn Familie? Komm, wir gehen zurück und bereiten uns auf diese Höllenreise vor. Danke, Tancred. Yay, wir haben das Hauptszenario von Shadowbringers abgeschlossen. Damit ist das Abenteuer noch nicht zu Ende. Hey, das könnte genauso gut in der letzten Folge gestanden haben. Aber wir haben noch eine ganze Menge. Es wird so viel Beispiel genannt. Ja, ist okay, wir wissen, dass mein Abenteuer noch nicht zu Ende ist. Denn erstmal müssen wir die Notenrolle nehmen. Dann müssen wir diese Puppe einsetzen. Wir haben hier noch ein paar Kärtchen, die wir schon haben. Ganz toll. Und wir haben hier sicherlich noch mehr, was wir eigentlich loswerden könnten. Ja, irgendwie so. Egal. Reden wir mit Tataru. Nein, nicht noch mehr davon.
Na gut. Dufte, wie geht es dir? Hast du dich ein wenig erholen können? Ja, doch. So ist es gut. Ich habe in der Zwischenzeit versucht, deinen Retter ohne Furcht und Tadel zu erreichen. Vergeblich. Von der Front gibt es auch nichts Neues. Die Urseische Allianz berichtet, dass es in der Gimlet-Finsternis ruhig geworden ist. Die Galliar scheinen sich nicht zu rühren und sich lediglich auf Beobachtungen zu beschränken. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, mir ein paar deiner spannenden Abenteuer in der Splitterwelt zu erzählen, meinst du nicht auch? Also abgemacht. Ich kann es nicht erwarten. Wie wäre es, wenn wir uns in Rowenas Haus der Wunder bequem machen? Flamin ruht sich für gewöhnlich um diese Zeit dort auf der Terrasse aus. Sie will bestimmt auch mithören, wie Minfilias Reise zu Ende gegangen ist. Also, dann bis später. Yay, genau sowas habe ich gewollt. Konversation mit einem Lalafell. Aber alles gut. Es gibt Schlimmeres. Und tatsächlich, Tataru ist ja noch immer eine der nettesten von den ganzen. Wenn ich jetzt beispielsweise mit Lolorito oder so reden müsste, boah, das wäre abgefahren und eklig. Den Typen kann ich überhaupt nicht leiden. Papa-chan hingegen ist wiederum ganz in Ordnung. So macht man das hier in der Welt. Man fährt mit dem Motorrad einfach überall hoch. So, hey, da sitzen sie. Ach, sag bloß, die gute Tataru hat dich geschickt. Dann ist sie sicher bald hier. Das ist aber wirklich nett von euch, an mich zu denken. Minfilia, sie wollte immer nur das Beste für alle und uns beschützen, uns retten. Sie nannte es ihre Berufung. Dann hat Minfilia das Licht der Hoffnung also jetzt in Rines Hände gelegt. Das arme Mädchen, mit einer so schweren Bürde geboren zu werden, und trotzdem blieb sie stark und trat bereitwillig Minfilias Erbe an. Ich bin mir sicher, dass sie es gern getan hat, sonst hätte Minfilia ihr nie diese Kraft geschenkt. Die Splitterwelt kann sich glücklich schätzen, eine so starke Beschützerin zu haben. Ich werde Rinen nie treffen, aber wenn du sie mal wieder sehen solltest, dann danke ihr doch bitte von mir. Dir danke ich natürlich auch. Du bist eine talentierte Geschichtenerzählerin. Dürfte ich einen Augenblick unterbrechen? Ei. Rihol, gibt es etwas Neues von unserem treuen Helfer? Leider nicht. Ich habe immer noch keine Verbindung über die Kontaktperle herstellen können. Ich halte es für das Beste, in galeischen Provinzen nach ihm zu suchen. Und da Tankred nicht in Frage kommt, habe ich vor, diese Aufgabe zu übernehmen. Aber ist das nicht gefährlich? Vielleicht ist jetzt der sicherste Zeitpunkt, über die Gimlet-Finsternis ins Kaiserreich einzudringen. Wir wissen ja, dass die Galliar sich ruhig verhalten. Jedenfalls kann ich nicht einfach hier rumsitzen und nichts tun. Nimeja wird mich schon leiten. Also dann. Ach übrigens, Krile ist im Sonnenstein. Sie hat die Exegeten untersucht und angeblich gibt es etwas, über das sie mit euch sprechen möchte. Ihr solltet sie gleich aufsuchen. Sie möchte mit uns sprechen? Dann sollten wir sie nicht warten lassen. Kommt zurück zum Sonnenstein. Okay, Tataru nimmt den Weg über die Treppe, ich nehme den uns vorbestimmten Weg. Action! Krass, und das ohne Schaden runterzukommen. Nice. So ist das. Wenn ihr Action haben wollt, dann springt einfach irgendwo von dem Dach eines Hauses runter. Das ist Action! Na gut, ich bin mal gespannt,
was es hier jetzt Neues für uns gibt und was Krele zu berichten hat. Bin mal echt gespannt. Erstmal mit Tataru reden. Wir müssen uns etwas gedulden. Krele ist gerade wieder im Behandlungszimmer. Ach, da seid ihr ja. Schön, dich mal wiederzusehen, Heldin der Splitterwelt. Nun sag doch schon, wie geht es Ihnen? Sie sind immer noch bewusstlos. Ganz ruhig liegen Sie da, als ob Sie tief und fest schlafen würden. Allerdings habe ich etwas bemerkt. Eine Veränderung. Eine Veränderung? Ach, deswegen wolltest du mit uns sprechen. Ja, bitte hört mir gut zu. Es ist kaum zu bemerken, aber der Äther, der sich noch in ihren Körpern befindet, oder besser gesagt ihre Lebenskraft, sie flackert. Es ist noch zu früh, um zu sagen, was dieses Flackern bedeutet. Aber ich habe festgestellt, dass es bei jedem unterschiedlich stark ausfällt. Bei Tancred ist es am stärksten, gefolgt von Ishtola und Orange. Bei Alfino und Alizé aber kann man es fast nicht ausmachen. Das ist genau die Reihenfolge, in der sie ohnmächtig geworden sind. So ist es. Je länger ihre Seelen von ihren Körpern getrennt sind, desto stärker wird ihre Lebenskraft in Mitleidenschaft gezogen. Es ist zwar nicht mehr als eine Hypothese, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Verbindung zwischen ihren Seelen und Körpern immer schwächer wird. Aber das klingt ja schrecklich. Wenn die Verbindung ganz getrennt wird, heißt das dann, dass sie... Was wird denn dann mit ihnen passieren? Das kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen. Es ist schließlich das erste Mal, dass ich so etwas beobachte. Noch ist das Flackern sehr gering. Ich werde Matoya um Hilfe bitten und alles versuchen, um ihre Körper zu beschützen. Mehr können wir von hier aus nicht für sie tun. Deswegen möchte ich, dass du einen Weg findest, wie wir ihre Seelen zurückholen können. Danke. Ich weiß, dass du dein Bestes geben wirst. Aber was soll sie denn machen? Die schlauesten Köpfe dieser Welt wussten keinen Rat. Haben wir denn überhaupt eine Spur? Fassen wir mal zusammen, was wir wissen. Der Kristallexarch hatte doch vor, sein Leben zu opfern. Er dachte, dass sich der Zauberspruch, mit dem er unsere Freunde in die erste Splitterwelt gerufen hat, dann auflöst und sie ganz von selbst zurückkehren würden. So etwas Törichtes sieht Raha wirklich ähnlich. Für waghalsige Einfälle war er schon in Schalajan bekannt. Doch der Plan ging nicht auf. Sein Leben wurde verschont und die Exegeten blieben im ersten Splitter. Ohne die Hilfe des Kristallexarchen werden wir ihre Seelen nicht zurückholen können. So viel ist sicher. Deswegen halte ich es für das Beste, dass du zurück in die erste Splitterwelt gehst. Berichte dem Exarchen, wie es um die Körper unserer Freunde steht. Und bitte ihn, uns zu helfen. Wir werden hier natürlich alles tun, was in unserer Macht steht, um die Körper der Exegeten zu beschützen. Zusammen schaffen wir es. Yes, we can. Na, das ist doch mal schön. Wir fliegen, kommen gerade aus der Splitterwelt, aber gehen wieder zurück in die Splitterwelt. Natürlich. Warum denn eigentlich auch nicht?
Aber das ist gar nicht so verkehrt, dass wir genau hier hingehen, weil im Kristarium gibt es nämlich zufälligerweise genau eine Quest, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte. Und zwar Traumwetter. Moment. Nachrichten. Eine Nachricht aus der Zukunft. Mit einem Nirgendwo. Der fahrende Sänger des ersten Splitters. Kleiner Moment. War sie das? Gucken wir mal eben kurz. Achso, nee. Das ist nur Meteorologie. Auf jeden Fall gibt es hier, ich bin der Meinung, dass es hier ist, nämlich die Quest für, oh, mitten im Nirgendwo. Das ist die Quest für die Edenteile. Naja, komm, machen wir mal. Ah, Dufte, hast du schon Rine getroffen? Sie ist auf der Suche nach dir. Warte hier, ich gehe sie eben holen. Da bist du ja. Ehrlich gesagt brauche ich deine Hilfe. Moment mal, ich habe dir noch gar nicht gesagt, worum es geht. Also, nach deinem Sieg über Emmet Selch habe ich eine seltsame Konzentration des Lichts verspürt, irgendwo weit südlich von hier, in der großen Leere, den Ländern, die einst von der Lichtflut verschlungen wurden. Ich weiß nicht, was sich dort befindet, aber wir müssen es herausfinden. Immerhin könnte es sich gar um einen weiteren Lichtbringer handeln. Doch, was immer es auch sein mag, ich habe nicht vor, untätig zu bleiben. Nein, ich werde... Tut mir leid, ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Tancred, Oranger und ich haben ein paar Theorien, die wir überprüfen wollen, sobald wir herausgefunden haben, wodurch dieses Phänomen verursacht wird. Wir wollten dich eigentlich nicht schon wieder um Hilfe bitten, nach allem, was du durchgemacht hast. Allerdings bist du die einzige Person, die einen Lichtbringer besiegen kann, ohne selbst zu einem zu werden. Daher haben wir keine andere Wahl. Wir wollen zwar keine voreiligen Schlüsse ziehen, doch es wäre beruhigend, dich für den Fall der Fälle in der Nähe zu wissen. Also, begleitest du uns? Klar. Vielen Dank, Dufte. Das bedeutet mir viel. Lass uns als erstes zum Ausguck in Amareng aufbrechen. Tancred und Oranger sollten bereits alles vorbereitet haben. Dies ist natürlich eine Sidequest, die wir uns im Detail angucken werden, aber nicht jetzt und nicht heute. Dafür gibt es eine extra Playlist, die sich dann Eden oder sowas nennt. Da kommen wir noch früh genug hin. Tatsächlich gibt es einen Dungeon, welcher im Kristallturm zu finden ist. Und da würde ich nämlich halt eben zuerst, da ist es doch, Nachrichten aus der Zukunft. Das ist eine Sache, die können wir einfach skippen, weil da geht es darum, den Keller des Kristallexarchen aufzuräumen. Zack. Und hier hinten... da befindet sich der fahrende Sänger. Der fahrende Sänger ist genauso wie in der normalen Welt der dafür zuständig ist, um Random X sozusagen freizuschalten. Um die Expert-Dinger freizuschalten. So, zum Beispiel können wir jetzt Titania im Hard Mode spielen. Wir können auch Innocence im Hard Mode spielen. Na komm, die Videosequenz brauchen wir dafür nicht. Und natürlich zu guter Letzt mit einem Content Patch hinzugekommen, Hades, den wir in der letzten Folge
massiv auseinandergeruppt haben, ist jetzt ebenfalls bespielbar. So, damit haben wir zumindest schon mal ein paar der wichtigsten Dinge abgehakt. Jetzt wollen wir mal rüber zum Okular. Einmal um die Nachricht aus der Zukunft zu, anzunehmen und damit eine der Stufe 80er Instanzen freizuschalten. Also die zweite der Stufe 80er Instanzen. So. Einmal kurz rüber geportet. So, und zwar der Kristallzwilling. Wunderbärchen. Und damit haben wir schon, wie gesagt, den Großteil offen. Jetzt wollen wir noch mit dem Kristallexarchen sprechen und ihm unser Problem nennen. Denn, naja, wir haben keins. Aber unsere Freunde haben eins. Und zwar das Flackern. Andere nennen es das Shining. Wie stehen die Dinge in der Ursprungswelt? Es ist zwar lange her, dass ich dort verweilte, aber manchmal sehne ich mich nach einem Teller. Entschuldige, ich sehe, du hast ernste Nachrichten von jenseits des Risses mitbringst. Also, um was handelt es sich? Ein Flackern in der Lebenskraft ihrer Körper? Ich bin mir nicht sicher, dass Krile und Matoya im Ursprung alles... Mögliche tun, um zu helfen, aber darauf will ich es natürlich nicht beruhen lassen. Also habe ich mir noch einmal alles genauestens angesehen, das mit deinem Transport in die Splitterwelt zu tun hat, insbesondere Tankrits Ankunft und die vielen anderen Fehlversuche in den folgenden 2 Jahren. Der Zauber, mit dem ich euch rief... Aber nein, warten wir, bis die anderen hier sind. Ich habe bereits nach ihnen geschickt. Entschuldigt die Verspätung. Wo sind denn Tankred und Rena? Waren sie nicht mit dir unterwegs? Sie zogen es vor, sich auf die Erforschung der großen Leere zu konzentrieren. Falls ihre Anwesenheit unerlässlich sein sollte, werden sie so schnell wie möglich nachkommen. Eine kluge Entscheidung. Ihr Auftrag dort ist von hoher Wichtigkeit. Ich denke, wir können fürs Erste ohne sie auskommen. Also, würdest du deinen Freunden bitte erzählen, was du im Ursprung erfahren hast? Ein Flackern in unserer Lebenskraft. Den Abbildern unserer Seelen hier ist nichts anzumerken. Zumindest noch nicht. Aber wir müssen davon ausgehen, dass sich dieser Zustand jederzeit ändern kann. Höchste Zeit, dass wir einen Weg zurück in unsere Welt finden. Ich will dir ein paar Einzelheiten darüber verraten, wie ich euch hierher gerufen habe. Eigentlich bin ich ja kein übermäßig begabter Magier. Wenn ich einen mächtigen Zauber wirke, bediene ich mich der Mittel, die der Turm mir zur Verfügung stellt. So war es auch, als ich versuchte, dich über den Riss zu rufen. Ich nutzte den gleichen Mechanismus, welcher mich aus ferner Zukunft in die erste Splitterwelt schickte. Es gelang mir mehr schlecht als recht, wenn ich ehrlich bin. Vereinfacht ausgedrückt wird bei dem Transport ein Tor zwischen den Welten geschaffen, durch welches die Zielperson, und nur sie, direkt zum Kristallturm gezogen wird. Doch ich öffnete das Tor auf die falsche Weise, und so kam es, dass ich mehrere Versuche benötigte.
zum Leidtragen der Anwesenden. Ich werde nie wieder so leichtfertig mit deinem Leben spielen. Mit keinem Fremden und auch nicht mit meinem eigenen. Ich habe es dir geschworen, als du bis in die Tiefen des Meeres hinuntergestiegen bist, um mich zu retten. Ich werde einen Weg finden, deine Freunde zurückzuschicken. Doch wenn ich es nicht schaffe und es gefährlich für sie wird, zögere nicht. Ich bin bereit, mein Leben für das deiner Freunde zu geben. Was ist denn in dich gefahren? Ich wollte nur gucken, ob da oben noch alles in Ordnung ist bei dir. Du willst deiner geliebten Heldin doch keinen Kummer bereiten, oder? Hörst du das? Man streitet sich um dich, geliebte Heldin. Hä? Also... Können wir uns dann jetzt wieder dem eigentlichen Problem zuwenden? Vielleicht hilft es, wenn wir uns zuerst mit einem Beispiel für einen gelungenen Transport beschäftigen. Es steht ja direkt hier vor uns. Ich meine nicht nur, dass Körper und Geist unversehrt hier angekommen sind. Jedes noch so kleine Teil der Ausrüstung hat ebenfalls den Sprung über den interdimensionalen Riss geschafft. Es ist genau wie bei gewöhnlichen Teleportzaubern. Da werden auch alle möglichen Gegenstände mitgenommen. Wichtig ist nur, dass der Verzauberte denkt, das gehört zu mir. Verstehe. Du meinst, solange unsere Freundin glaubt, dass unsere Seelen zu ihr gehören, könnte sie sie mit in die Ursprungswelt nehmen. Das klingt ja eigentlich ziemlich einfach. Aber kann man sich so leicht selbst überzeugen? Was ist, wenn irgendwo zwischen den Dimensionen Zweifel aufkommen? Wer... Ich halte Alizés Bedenken für berechtigt. Ich warne davor, Seelen mit gewöhnlichen Besitztümern zu vergleichen. Ihre ätherische Beschaffenheit ist eine andere. Aber das hat die Hexe des großen Waldes bestimmt bedacht, nicht wahr? Ich halte es für möglich, dass uns die Eigenschaften der weißen Auraziten weiterhelfen könnten. Immerhin sind diese Kristalle in der Lage, die Seele eines Ashiens in sich zu binden. Dann sollten sie auch unsere bescheidenen Gemüter aufnehmen können. Wie bewahrt man eine Seele für längere Zeit in einem Auraziten auf und wie überträgt man sie gezielt in einen Körper? Wenn wir diese zwei Fragen beantworten können, haben wir unseren Weg nach Hause gefunden. Das Aufbewahren und Übertragen von Seelen. Da hätte ich vielleicht einen Vorschlag zu machen. Am gegenüberliegenden Ufer des Quellsees steht ein großes Schloss, das einst die Elfen errichteten. Während der Lichtflut wurde es aufgegeben. Doch jetzt hat sich ein Magier der Numo dort niedergelassen. Ein etwas schrulliger Kerl übrigens. Er diente einst am königlichen Hof von Vöburt. Und war bekannt für seine Forschung auf dem Gebiet der Geisterwelt. Vielleicht hilft er uns mit seiner Weisheit, wenn wir ihn darum bitten. Ich will die Idee ja nicht gleich schlecht reden, aber ein weißer Magier, der sich in ein verlassenes Schloss zurückgezogen hat, das klingt nicht so, als würde er einfach so nach Krystarium mitkommen. Da hast du recht, Alice. Wir werden uns gut verkaufen müssen. Vor ein paar Jahrzehnten habe ich versucht, mit dem Einsiedler Kontakt aufzunehmen, um ihn für den Kampf gegen die Sündenvertilger zu gewinnen. Er schickte mir seine Familiare auf den Hals, und da ich sie nicht alle bannen wollte, bin ich nie bis zu ihm vorgedrungen. Er verteidigt seine Einsamkeit vehement. Aber ihr werdet schon einen Weg finden, mit ihm zu verhandeln. Schließlich habt ihr selbst die Pixies von Ilmec auf eure Seite gebracht. Statten wir dem Einsiedler einen Besuch ab. Alles Weitere wird sich ergeben. Wenn es jemand schafft, dann ihr.
Okay. Die riesige Frage, lohnt es sich hier jetzt einen Cut zu machen oder machen wir einfach eiskalt weiter? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an. Nein, es lohnt sich nicht, einen Cut zu machen. Das Schloss der Elfen, in dem der Einsiedler lebt, heißt Château Cosmer. Es steht an der gegenüberliegenden Seite des Quellsees. Ich lasse ein Boot bereitstellen. Darf ich vorschlagen, dass ihr ohne mich aufbrecht? Die Herstellung weißer Orazinen erfordert sorgfältige Vorbereitung. Diese Arbeit überlassen wir dir, Uriangé. Alle anderen möchte ich bitten, sich in Grantel zu treffen. Bereitet euch auf einen beschwerlichen Kampf in Château Cosmer vor. Na, das passt ja. Gucken wir doch mal. Na gut, der einfachste Weg ist es, glaube ich, hier rauszugehen und uns mit dem Iteriten ins Seenland zu bringen. Wuff, wuff. So. Und dann von dort aus einfach zum Anleger zu fliegen. Ganz einfaches Ding. Kling, da haben wir es. Bram. Und dann haben wir tatsächlich schon die nächste Instanz freigeschaltet. So viele Instanzen, nur einer einzigen Folge anscheinend. Mal schauen. Sieht man von hier aus schon das Schloss irgendwo? Nee, irgendwie nicht. Was ist das da drüben? Nee, das ist es nicht. Nee, das ist das hier. Von wegen. Hier ist auch gar kein Schloss. Hier ist nur Bismarck, da drüben. Und sonst niemand. Ich fühle mich verarscht. Der schickt uns hier irgendwo und nirgendwo. Oder der See ist so groß, dass wir es einfach nicht sehen. Das kann ja auch möglich sein. Moment, da ist der Anleger. Da. Schling. Bei meinem letzten Besuch haben sich die Familiare ohne Warnung auf mich gestürmt. Macht euch da drin also auf heftige Gegenwehr gefasst. Wird der Einsiedler uns überhaupt zuhören, wenn er seine Abgeschiedenheit so erbittert verteidigt? Vielleicht sollten wir uns das Feuer lieber ersparen. Nein, wir bleiben beim Vorschlag des Kristallexarchen. Der Einsiedler ist ein gelehrter Magier. Sonst würde er sich nicht so sehr auf seine eigenen magischen Kreationen als Verteidigung verlassen. Und alle Gelehrten lassen sich an einer Stelle packen, an ihrer Neugier. Das glaube ich auch. Wir werden den Nomo schon aus der Reserve locken. Wir dürfen uns nur nicht vorgaukeln lassen und müssen seine Familiare tapfer einen nach dem anderen zurück in den Äther schicken. Unsere Spezialität. Ja, da juckt es jemanden mächtig in den Fingern. Täusche ich mich oder genießt du den Ausflug? Wer ich? Es ist nur, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich es so lange nicht, gekämpft habe. Alizée ist auch jedes Mal aufgekratzt, wenn es darum geht, mit unserer Heldin auf Abenteuer zu gehen. Auf den Exarchen scheint es die gleiche Wirkung zu haben. Ich aufgekratzt? Wie kommst du denn darauf? Und überhaupt ist es doch gar kein großes Abenteuer, eher ein Ausflug mit guten Freunden. Hört auf, euch um Dufte zu streiten. Für Abenteuergeschichten ist später noch genug Zeit. Zuerst haben wir eine Aufgabe zu erfüllen. So ist es. Also kommt, Château Cosmer wartet darauf, erobert zu werden. Ja, und damit haben wir die nächste Instanz freigeschaltet. Und damit
machen wir auch einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge. Final Fantasy 14 mit dufter Typ. Nehmt euch zu fremden Welten mit.